Meine lieben Podcast-Zuhörer, Zuschauer und so weiter und so fort, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge mit einem spannenden Interviewgast. Und zwar, es ist der Albert Bachmann. Albert Bachmann ist schon seit 32 Jahren im Friseur-Business tätig. Er hat 2015 sein Friseurunternehmen, sein Imperium, wo er international und national sehr viele Auszeichnungen erhalten hat, verkauft. Aber er ist noch 2 Tage leidenschaftlicher Haarschneider in seinem Betrieb, in seiner Branche. Er ist aber spezialisiert für die Auslastung für Friseure, Kosmetiker, Ärzte und so weiter. Da und hat auch ein Buch geschrieben, Der gute Ton am Telefon. Und darauf gehen wir aber auch noch ein. Deshalb war es jetzt nur ein kleiner Cliffhanger für das Buch. Aber alle Shownotes findet ihr in der Beschreibung. Genau. Und herzlich willkommen, lieber Albert Bachmann, für deine wertvolle Zeit, gerade zwischen den Jahren. Es ist mir eine Ehre, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, lieber Michael. Schön, dass ich dabei sein darf. Und gleich mal danke für das Kompliment. Du sagst, ich bin 32 Jahre im Beruf. Ich bin 48 Jahre im Beruf. 32 Jahre war ich selbstständig, hatte ich ein eigenes Unternehmen. Aber 48 Jahre bin ich Friseur. Bisschen hübscher machen, Meister. Ja, 16 Jahre verjüngen. Danke dir. Bisschen hübscher machen schadet nie, oder? Ja, genau. Nee, ja, cool. Die erste Frage, Albert. Wie bist du zu dem Thema gekommen, der Auslastungsoptimierer? Wie hast du festgestellt, dass es das Thema jetzt ist? Gut, es war ein relativ langer Weg. Ich habe als junger Friseur habe ich begonnen, habe mich einen Außendienstler gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Seminare für seine Firma zu machen. Das war damals für eine Tönung, wenn man Tönung aufträgt. Dann bin ich quasi in das praktische Training eingestiegen, habe den Friseur erklärt, wie man Tönung aufträgt, habe über Farbe referiert, habe Haarschneiden geschult, habe dann angefangen, Verkaufstrainings zu machen, bin dann über eine NLP-Ausbildung in das Thema Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe dann mit 2 Kollegen ein Unternehmerseminar gemacht. Aus dem Unternehmerseminar hat sich dann das Thema Rezeption herauskristallisiert und bei der Rezeption war mir dann das Thema Telefon, oder war mir bewusst, dass das Thema Telefon so das Wichtigste oder der Kernpunkt überhaupt ist und mache jetzt seit 22 Jahren Telefontraining. Und über das Telefontraining und über diese ganze Arbeit, das war dann so mein Weg zur Auslastungsoptimierung. Ob das jetzt ist Lückenfüllen, Kunden ans Unternehmen binden, also ob das zum einen mein Telefontraining ist, meine Art, Termine zu verkaufen, oder aber über den Gutscheinverkauf Kunden ans Unternehmen zu binden, zählt für mich alles zur Auslastungsoptimierung. Und diesen Weg gehe ich jetzt seit 22 Jahren, aber so die letzten 10 Jahre ganz, ganz konsequent und ganz bewusst. Ja. Also wie gesagt, wie die Jungfrau zum Kind, über 1000 Umwege bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Es war keine geplante Geschichte, sondern es hat sich einfach entwickelt. Es Genau. hat sich einfach entwickelt und es war spannender und ein toller Weg mit vielen wichtigen Menschen. Was ja auch schon beim Dirk, also beim Only Dirk, bei dem Verkaufstrainer Europas. Ja, und eigentlich hast du schon mir die zweite Frage ja auch schon mal vorweggenommen. Wie hat alles bei dir angefangen? Hast du eigentlich schon in der ersten Frage schon noch mal klar geworden? Aber die dritte Frage ist vielleicht spannend. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? War es deine Eltern? War es deine Geschwister? War es irgendwie ein Mentor im Friseurhandwerk? Also das waren immer wieder unterschiedliche Menschen. Zu bestimmten Zeiten waren das bestimmte Menschen.
Natürlich meine Eltern. Natürlich meine Eltern. Heute ist mir bewusst Glaubenssätze. Damals wusste ich nicht, wie mein Vater gesagt hat, du bist ein Bachmann, du schaffst es, dass das ein ganz starker Glaubenssatz ist. Und der Glaubenssatz von meiner Mutter war immer, und weiter geht's. Also diese zwei Sätze, die haben mich wirklich so geprägt. Dann waren es natürlich später der Chef, bei dem ich gelernt habe, der Chef, bei dem ich Volontariat gemacht habe. Es waren andere tolle Friseure, von denen ich lernen durfte. Es waren natürlich Trainer wie Vera Bürgenbiel, der Josef Schmidt, Kai von Fournier, Dirk Reuter, Hermann Scherer, Bodo Schäfer. Das waren die Menschen, die mich zu einer gewissen Zeit jeder auf seine Art und Weise geprägt hat und mir ein Stück was mitgegeben hat. Aber ich würde jetzt nie sagen, nur einer, sondern immer zu einer bestimmten Zeit wieder ein anderer. Ja, das ist nicht schlecht. Aber am nachhaltigsten wirklich meine Eltern. Du bist ein Bachmann, du kannst es. Den Satz habe ich heute immer noch im Ohr. Und wenn es noch eine blöde Situation gibt, wo du denkst, das war's, dann der Satz von meiner Mutter und weiter geht's. Ja. Und das sind so starke Mantren für mich, so starke Sätze, die mich heute noch am Laufen halten. Ne? Ja. Die vierte Frage. Welche Geschichte ist für dich aktuell wichtig? Gerade zwecks auch mit dem Telefon, mit der Telefonklarheit, mit dem Buch. Was für mich wichtig ist, dass ich in meiner Entscheidung und in meinem Handeln frei bin. Dass ich also frei bin in dem, was ich tue, dass ich Gott sei Dank in der Lage bin, nicht alles machen zu müssen. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal gepostet am Jahresanfang, ich arbeite nur noch für Menschen, die ich mag. Und dann habe ich einen Shitstorm bekommen. Ja, wenn du dir das leisten kannst, oder wie arrogant bist du denn? Aber ich habe wirklich heute diese Freiheit zu sagen, für dich möchte ich nicht arbeiten. Mhm. Und diese Freiheit, die ist für mich so wichtig. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir uns so vielen Zwängen unterlegen müssen, dann möchte ich nicht nur Sachen machen müssen, die mir nicht gefallen. Ich möchte nur machen, was mir gefällt, was mir Spaß macht und wo ich Freude dran habe. Und dann bin ich überzeugt, wenn ich was mache, wo ich Freude dran habe, dass das gut wird. Dass das gut wird, dass das effektiv ist und dass es erfolgreich ist. Das ist meine Überzeugung. Alles das, was ich leidenschaftlich mache, wird gut und nützt den anderen. Das ist es. Also das habe ich auch beim letzten Offline-Training auch den Teilnehmern mitgegeben, wo ich jetzt als Trainer arbeiten darf. Macht das, was ihr Spaß habt. Bewerbt euch auf die Stelle, wo ihr drauf Bock habt. Ne? Und das ist euer größte Geschichte. Ne? Ihr müsst euch immer irgendwie mit den Werten und mit eurer Entscheidung zusammen verbinden und mit dem Unternehmen. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich habe die Fragen ein bisschen kauderwelsch gestellt. Genau. Wie sieht bei dir der typische Tag aus? Ich bin in der Situation, du hast es gesagt, ich bin zwei Tage am Haare schneiden. Ich bin Donnerstag, Freitag als Friseur tätig und die restliche Zeit bin ich als Trainer, als Coach unterwegs. Das heißt, ich fahre raus, mache Seminare für Kollegen, für andere Branchen oder ich bin im Büro, arbeite. Und für mich ist wichtig, dass ich so eine Routine und Rituale habe. Ich stehe jeden Morgen um 5.20 Uhr auf, dusche mich, wasch mir die Haare, mach mir ein vernünftiges Frühstück. Das sind immer zwei oder drei Äpfel mit Joghurt. Und dann bin ich um 7 Uhr im Büro, beziehungsweise um 7.30 Uhr im Salon. Das ist so mein Dingens. Dienstag, Mittwoch Büro, Donnerstag, Freitag Salon. Und dann arbeite ich. Und ich bin ein Fan von Kontrolle. Ich habe also in meinem Handy habe ich alle 45 Minuten einen Wecker,
der mich dann bei einer Arbeit, wenn ich 45 Minuten bin, dann erinnert er mich, dass ich eben nach 45 Minuten diese Arbeit beende, was anderes mache und nicht über irgendeinem Problem oder irgendeinem Thema mal 2-3 Stunden hängen und ich komme so in eine Endlosschleife. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hängst und hängst und hängst und nichts passiert. Und wenn du nach einer Dreiviertelstunde weitergekommen bist, abbrechen, was anderes tun und dann eine Stunde später auf das Problem gehen, dann ist die Lösung oftmals da. Ich check nie vor 10 Uhr meine E-Mails, mache erst 2-3 andere Arbeitseinheiten, um 10 Uhr dann die E-Mails, dann die Bank und so weiter. Also alle 45 Minuten was anderes. Um 12 Uhr, wenn ich dann im Büro bin, um 12 Uhr bin ich dann die Küchenhilfe für meine Frau. Um 13 Uhr tun wir Mittagessen. Dann gibt es eine kleine Auszeit. Und dann um 14.30 Uhr bin ich wieder im Büro. Bis 19 Uhr. Ja. Das ist so ein typischer Arbeitstag im Büro. Wenn ich im Salon bin, wir haben 2 Schichten. 7.30 Uhr bis 13.45 Uhr oder 14.15 bis 21 Uhr. Je nachdem, in welcher Schicht ich dann bin, dann arbeite ich im Salon. Und dann habe ich meine Kunden, eine nach dem anderen, und macht mir ganz viel Spaß. Das sind so meine typischen Arbeitstage. Kenne ich. Also das mit dem Wecker habe ich auch schon gemacht. Ich mache es jetzt ein bisschen anders, weil ich mache jetzt wirklich effektiv morgens, wenn ich aufstehe, also so die Rituale, na, duschen, essen, Kaffee, hier den Booster, dann wird erst das Unangenehme gemacht, wirklich E-Mails gecheckt, geguckt und danach, weil die Stimme, wenn ich am Telefon bin, raucht die Stimme eine gewisse Klangqualität, dass die auf Hochton ist. Deshalb trainiere ich morgens meistgehend meine Stimme mit einer Insta-Story, mit einem Guten Morgen Ritual, sodass die Stimme ein bisschen wärmer ist. Gehe auch effektiv morgens, wenn ich die Zeit dazu habe, noch in Clubhouse rein, um da die Stimmbänder aufzuwärmen, wo mich extrem nochmal ein bisschen anders da wahrgenommen werde. Ne? Umso früher du aufstehst mit der Stimme, umso kälter ist die Stimme. Aber wenn die Stimme dann aufgewärmt ist mit einem Glas Wasser, mit einem Glas irgendwas, ne, dann ist die Stimme im angenehmen Ton. Ja, das habe ich jetzt vom Arno Fischbacher kennengelernt und auch von anderen, wo die es auch gesagt haben. Wenn du irgendwie Zitrone mit Wasser oder mit Ingwer oder irgendwie was anderes trinkst, dann ist die Stimme aufgewärmter und jeden Morgen dein Stimmtraining machen tust. Genau. Dazu, du hast ja schon gesagt, du nutzt ja das iPhone zwecks Wecker. Hast du noch irgendwelche Aktivitäten, Tools für die tägliche Arbeit, außer E-Mails, Wecker und so weiter und so fort? Also ich habe drei Programme, mit denen ich regelmäßig arbeite. Das ist Coachy für meine Online-Kurse, das ist CopeCard für die Vermarktung und das ist Funnel Cockpit für meine Adressverwaltung, für meine Website. Mit diesen drei Tools arbeite ich regelmäßig und das ist für mich so das A und O. Und natürlich die E-Mails. Und die E-Mails, okay, ja, genau. Und die E-Mails, ja. Was hast privat für Tools für die tägliches Privatleben in der Arbeit? Du hast ja nicht nur berufliche diese Tools, E-Mails und so weiter und so fort, aber du hast auch privat, denke ich mal, auch noch Tools, wo du auf dem Smartphone hast oder nicht, wenn du es auf dem Smartphone hast, irgendwo anders hast. Nee, privat habe ich wirklich nur das Handy und da habe ich meine ganze Terminplanung habe ich da drauf und ich bin aber trotzdem ein Fan für meine Seminartermine. Bin trotzdem ein Fan vom Kalender. Also ich mache die Übersicht mache ich über Papier, um einfach zu sehen, wann habe ich was frei, zwecks der Übersicht.
Ne? Da arbeite ich mit dem Papierkalender. Mhm. Ansonsten ist das Handy für mich so ein allumfassendes Medium. Also hast du jetzt so generell kein Journal, wo du reinschreiben kannst, dafür bin ich jetzt dankbar für den und den Tag und welche Ziele, dass ich erreichen habe. Auch mein Dankbarkeitsbuch natürlich. Jeden Tag drei Punkte, für die ich dankbar bin. Das habe ich. Das ist unter dem Tool auch so gemeint, so Journals und so weiter und so fort. Ja. Mein Dankbarkeitsbuch mit einem Diamanten drauf, habe ich mir mal von der Reise gekauft. Das sind so meine Dinge, wo ich dankbar für bin. Genau. Cool. Ja? Cool. Du hast ja sicherlich schon irgendwie in deinem jahrelangen Berufsleben viele Herausforderungen, Probleme, Fehler gehabt. Welche waren deine größten Fehler und was hast du daraus gelernt? Also mein größter Fehler, der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe, dass ich mich nie wirklich um mein Englisch gekümmert habe. Dass ich schlecht Englisch spreche, ich kann mir was zu essen bestellen, ich kann mir ein Getränk bestellen und das war's dann. Wenn ich besser Englisch sprechen könnte oder würde, dann könnte ich ganz viel Weiterbildungsmedien auf Englisch konsumieren, würde mich wesentlich leichter tun, wenn ich irgendwelche Beschreibungen lese. Mhm. Das bedauere ich dann jedes Mal und denke mir, hast angefangen. Aber damit ist es geblieben. Das sagen wir seit 30 Jahren. Hättest du. Bring aber den Arsch nicht hoch, mich ums Englisch zu kümmern und erzähl mal das auch immer. Mhm. Ne? Aber das ist ja wirklich mein größter Fehler, wo ich sage, das habe ich schleifen lassen. Das habe ich schleifen lassen, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Das hat mich in meinem Leben etwas gekostet. Mit Sicherheit Lebensqualität, weil ich gewisse Sachen nicht wahrnehmen kann. Die ganzen Trainer, die ganzen englischen Medien, das kann ich nicht verwenden. Oder denke mir, scheiße, da sagen die anderen, ja, da gibt es ein tolles Hörbuch und. Dann denke ich mir, danke für das Gespräch. Dann kommt ein neues Buch raus, in Englisch. Denke mir, leck doch fett. Ne? Mhm. Wenn ich das Englisch könnte, könnte ich das alles konsumieren. Das ist für mich mein größter Fehler. Für mich mein größter Fehler, dass ich das zu eigentlich schleifen habe lassen und nie den Arsch hochgebracht habe, es zu ändern. Kann man noch dran ändern. Ja. Könnte man noch dran ändern. Könnte ich noch ändern. Wenn es mir wirklich so ganz, ganz wichtig wäre. Johanna würde jetzt das schon wieder sagen, wann triffst du deine Entscheidung? Ja, ich habe mir dann über Dingens, über Audible ein paar so Englisch-Lektionen runtergeladen, so Lernprogramme. Geht mir am Sack. Ja, Audible ist kein Medium, wo man jetzt so richtig gut Englisch lernen kann. Das lernt man eher dann bei Bubble oder halt wirklich direkt über Clubhouse. Ne? Also ich höre mir die englischsprachigen Räume in Clubhouse an oder gucke, dass ich mir diese Bücher mir hole von den englischsprachigen Kollegen und die dann lese, aber auch gleichzeitig dann auch das Hörbuch mir anhöre. Und dann gucke... Wahrscheinlich wäre englische Freundin das Gescheiteste. Bitte? Wahrscheinlich wäre englische Freundin das Gescheiteste. Na, aber nee, wie gesagt, das ist so mein Thema. Genau. Die nächste Frage. Mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten oder hättest du gerne mal zusammengearbeitet? Als ich war in meinem Friseursalon, hatte ich ja 17 Mitarbeiter und da hatte ich ganz viele starke Partner an der Hand. Und im Seminarbereich bin ich sehr gern als Einzelkämpfer tätig. Ich habe einen starken Industriepartner im Rücken, die Wella. Für die arbeite ich. Ansonsten habe ich alle meine Wunschpartner an der Hand. Mit einem
Partner mache ich im Moment ein Callcenter für Friseure. Mit drei anderen Partnern arbeite ich im Moment an einem Online-Kurs als neues Projekt. Und das ist so das, wo ich sage, hey, passt. Ich habe die Leute, mit denen ich gerne arbeiten möchte, an der Hand und für mich alles okay. Mhm. Und möchte aber wirklich so für mich gerne Einzelkämpfer bleiben. Okay. Na? Okay. Verstehen viele nicht, wenn du oftmals so Anrufe kriegst und dann irgendwer will dir irgendwas verkaufen und ich sage dann, hey, ich bin zufrieden. Ich bin begeistert, so wie es mir geht. So wie ich arbeite, ist für mich ideal und ich möchte das so belassen. Und ich wurde dann gefragt, willst du keine Mitarbeiter einstellen? So, hey, das Thema habe ich durch. Ich hatte lange Zeit viele Mitarbeiter und ich bin jetzt froh, in meiner Lebensphase, das für mich alleine zu entscheiden. Mhm. Und das ist für mich okay. Ich meine, du bist ja schon ein bisschen älter hier, so wie ich. Ne? Du hast ja schon Mitarbeiter geführt und jetzt denke ich mal, das ist dein Lebensstil, dass du sagen kannst, du kannst das und das machen in deinem Tempo. Genau. Du bist jetzt für dich. Die Frage war eigentlich, hast du irgendwie einen prominenten Friseur, wo du gerne mal zusammengearbeitet hättest? Oder mit welcher prominenten Person, Persönlichkeit würdest du mal zusammenarbeiten? Wär's jetzt der verstorbene Udo Walz gewesen, wo du gerne getroffen hättest? Den habe ich getroffen. Ich habe mit Udo Walz mal eine halbe Stunde in Nürnberg am Opernball mich ausgetauscht und gequatscht. Wir haben uns da zufällig getroffen. Es war wunderbar. Ich habe den Peter Polzer, eine Friseurlegende, mit dem war ich einmal eine Stunde im Zug gestanden von Düsseldorf nach Würzburg. Er ist in Würzburg ausgestiegen, bin nach Nürnberg gefahren, habe da wunderbare Gespräche geführt. Ich kenne wirklich die Prominenz der Friseure, kenne ich, bin mit vielen bei du. Also von daher gibt es keinen Friseur, wo ich sage, oh, den möchte ich mal kennenlernen. Ich habe sogar Vidal Sassoon, den Mann, der Haarschneiden lehrbar gemacht hat, habe Vidal Sassoon getroffen. Das ist so, wie wenn du als Katholik den Papst triffst. So war das für mich als Friseur, Vidal Sassoon zu treffen. Mhm. Von daher, alles gut. Alles gut. Alles gut. Sonst ist das so ans Beratbiel und so weiter. Also viele jetzt haben gesagt, die würden jetzt Birkenbiel treffen oder andere Sachen. Ich habe Vera Birkenbiel getroffen. Ich war in München, hatte ein Seminar, bin am Montag heimgefahren und dann kommt eine Frau mit ihrem Wohnmobil gefahren und sagt zu mir, junger Mann, helfen Sie mir mal, ich muss da in die Parklücke rein. Und dann hatte ich mich da ein bisschen so, dann habe ich sie halt so reinrangiert und dann steigt die aus und schließt ihr Kabel an. Dann denke ich mir, das ist doch die Birkenbiel. So, Entschuldigung, sind Sie die Frau Birkenbiel? Sagt sie, ja klar. Noch mal wegen mit ihr unterhalten. Also ich denke, so privat hat Vera Birkenbiel haben die wenigsten erlebt. Ne? Ich habe sie ein paar Mal in Vorträgen erlebt, ob das in Nürnberg war, in München, aber da in München habe ich sie einrangiert. Wow. Da habe ich sie einrangiert, dass sie in ihr Balki gekommen ist. Ist gut 30 Jahre her. Aber ich habe sie erlebt. Ja. Wow. Das ist der Vorteil des Alters mir. Wenn du schon im Alter bist, dann hast du die Leute, die heute gestorben sind, schon mal gesehen, schon mal erlebt und vielleicht auch schon mal gesprochen. Und das fand ich ein cooles Erlebnis, weil die ist wirklich so, wie sie auf der Bühne ist. So schnodderig, so kerzengrad, einfach legendär. Glaube ich, ja? Ich habe sie jetzt noch nie live erlebt, also es war ja vor meiner Zeit, die ist ja auch schon etliche Jahre gestorben. Ich kenne sie halt nur durch Film und so weiter. Aber das ist Videos, was es so gibt, mega. Ja. Ich habe auch Arthur Lassen schon erlebt. Ich habe Anthony Robbins erlebt. Also ja, wirklich die ganz Großen der deutschen internationalen Szene durfte ich erleben. Zwecks deinem Buch, die Telefonklarheit, welche Tipps
würdest du Anfänger, Anfängerinnen mitgeben? Nicht hier kauft das Buch, sondern hier wirklich Tipps in dem Sinne. Also zieh dir das Buch rein, das ist einmal das Erste, und dann fang einfach an zu trainieren. Den Terminverkauf ist ja eine Arbeit, die gekonnt sein muss. Ne? Und drum verschaff dir das Know-how, ob du das über meinen Online-Kurs machst, ob du beim Live-Seminar bei mir bist, ob du mein Buch liest. Und dann fang an zu trainieren. Fang an, das umzusetzen. Mhm. Und die meisten, ich erlebe das immer wieder mal, ach, ich war schon einmal bei Ihnen im Seminar. Ich kenne das ja. Sag ich, okay, du kennst das, kannst du es auch? Dann verstehen die Frage schon gar nicht. Der Unterschied zwischen kennen und können und zwischen können und tun ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Mhm. Ne? Und drum, fang an, zwick die Arschbacken zusammen und trainier. Genau. Wenn ich heute zum Seminar fahre, und ich gebe seit 22 Jahren Telefontraining, wenn ich zum Seminar fahre, dann führe ich jedes Mal mit mir Telefonate im Auto. Hallo, Maya, hätte gern einen Termin. Sehr gerne. Was machen wir denn Schönes? Möchte mir gerne die Haare schneiden lassen. Bleibt vom Schnitt, kommt eine schöne Farbe dazu. Dass einfach der Ablauf immer kommt. Und die sagen dann, ja, jetzt fällt es mir nicht ein. Und es muss kommen auf den Punkt. Und darum, wenn ich zum Seminar fahre, ich habe jetzt am 3. Januar mein erstes Seminar im neuen Jahr, und wenn ich dann Richtung Pirna fahre, dann werde ich also im Auto wieder 10, 20 Gespräche führen, um mich einfach fit zu machen. Mhm. Darum, fang an, bleib dran, trainiere täglich. Und nicht, ich kenne das oder ich kann das. Nee. Gerade die jungen Menschen, also die, wo im Online-Marketing oder Online-Marketer werden wollen, sagen, ja, Telefonakquise brauche ich nicht, das ist Bullshit, das ist vergeudete Zeit. Nein, es ist eben nicht. Also diese ganze B2B-Cold-Akquise ist effizienter wie die was noch anders zu haben, weil du kriegst sofort dein Feedback von deinem Gesprächspartner. Ne? Und ich finde die B2B-Cold-Akquise effizienter, wie die ganze Facebook-Ads zu schalten. Facebook-Ads ist nur ein gewisses Know-how, wo du reingeben kannst, dass du das, die Leads bekommst. Aber in der Regel ist das Telefon immer noch das Effektivste. Absolut. Weil, und erst einmal, wer ans Telefon geht, geht an die Kasse. Richtig, das ist ja dein, das ist dein Zitat, genau. Und wer das nicht unterschätzt, hier per LinkedIn oder Facebook, Instagram Kaltnachrichten schreibt, der kriegt von mir eine Retreat und sagt, hier, das geht anders da. Das geht mit dem Telefon effizienter. Es geht mit einem Date viel anders. Also, bei Facebook Social bist du Social, aber du machst keine Akquise. Du machst einfach, du pflegst dein Netzwerk, du pflegst deine Kontakte, aber verkaufen tust du immer noch by the way am Telefon oder halt Überzeugung. Ne? Bei Social überzeugst du den Neukunden oder deine Neukundinnen über dein Produkt, deine Dienstleistung, aber verkaufen tust du da nicht. Verkaufen tust du auf einer Landingpage. Ja. Und das finde ich so schwach, wenn solche junge Menschen, die auf einen Verkaufstraining gehen, ne, und das, der eine Verkaufstrainer, also fehlt das, mach hier 100 Anschläge auf Social Media, schreib denen die an, verkauf das und das Produkt und gut ist, ne? Und dann kommt da hier eine Copy-and-Paste, richtig? Wirst du, denke ich mal, auch jeden Tag bekommen bei LinkedIn. Und deshalb, meine Meinung nach. Ich bin jetzt bei LinkedIn raus, weil mir jeden Tag irgendwas verkaufen wollte. Das geht mir am Sack. Das wollte ich nicht. Ich habe jetzt meinen LinkedIn-Account gekündigt. Ich bin noch leidenschaftlich LinkedIn-Inhaber. Ne? Ich bin leidenschaftlich LinkedIn-Inhaber. Ich tue solche Nachrichten einen Screenshot machen,
Na, Fun Fact, mach einen Screenshot und reposte das und erkläre, dass das wie ein Date ist. Ne? Du gehst quasi auch nicht irgendwie auf einem in eine Bar rein, sprichst eine Dame an und fragst, ey, willst du Knicki-Knacki machen? Ne? Du machst ja eine kostenlose Beratung, das will ich nicht. Wenn einer meinen Rat haben will, dann zahlen wir dafür. Aber ich mache keine kostenlose Beratung in dem Sinne. Ich sage hier, liebe LinkedIn-User-Community, so geht Verkauf, Vertrieb einfach nicht. Ne? Das nur abgerundet. Das mache ich aber auch bei Facebook oder Instagram so. Ne? Okay. Genau. Nee, wie gesagt, die ganzen Typen, die mir was verkaufen wollen, nee, muss anders laufen. Das läuft auch anders. Der Markt wird sowieso gerade bereinigt. Der Markt wird sowieso gerade bereinigt. Martin Limbeck sagt, die Kräuter oder auch Tobias Beck, der Markt wird so gerade sowieso bereinigt von diesen scheinheiligen Networkern und so weiter und so fort. Na, ich bin absolut von dem Network-Marketing-Branche überzeugt, dass es ein gutes Produkt ist, dass eine gute Firma dahinter steht. Ne? Aber die schwarze Schafe, ne? Davon gibt es etliche genügend. Ja. Die neunte Frage, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, stehen ein paar Projekte in der Zukunft an? Das sind zum Beispiel, welche Projekte in der Zukunft sind geplant? Also was hast du jetzt gesagt? Online-Kurs und so weiter, hast du auch? Also ich mache mit drei Kollegen mache ich einen Online-Kurs. Da geht es so um diese, also im Prinzip eine praktische, realistische Kundenbehandlung. Ich mache also die Anmeldung, die Terminvereinbarung, dann eine Kollegin macht die Vorbereitung, das Beratungsgespräch, dann geht es die Umsetzung, der Haarschnitt, die Umsetzung, die Farbveränderung und die Nachbereitung ist Nachterminieren. Und da sind wir im Moment dran, das mit vier Personen gemeinsam ins Leben zu rufen. Und das sind wirklich alles Hochkaräter, wo jeder Einzelne für sich so ein Standing hat und wir haben uns zusammengefunden und bringen das im Frühjahr auf die Welt. Das ist ein Projekt. Das nächste Projekt, das am Laufen ist, ich mache mit einem Kollegen einen Callcenter für Friseure, sodass die Friseure, also andersrum, wir Friseure sind am Arbeiten, dann steht das Telefon, wir sind genervt, dass wir ans Telefon müssen. Rezeption haben die wenigsten, dann geht die größte Pfeife, die die meiste Zeit hat, geht ans Telefon und verbrennt den Kunden. Also entweder bist du gut geschult am Telefon, den besten Trainer kann ich dir gerne empfehlen, Oder aber, du buchst unser Callcenter, machst in der Früh eine Anruf-Weiterleitung und Profis nehmen dein Gespräch an und buchen deine Termine zeitnah ein. Mhm. Wir mit unserem Salon, immer wenn unsere Rezeption nicht besetzt ist, schalten wir aufs Callcenter und die buchen das in einer sensationellen Qualität, buchen die das dann ein. Das Callcenter wird von mir regelmäßig betreut, wird regelmäßig geschult. Und wir sind am Wachsen. Wir arbeiten im Moment mit zwei unterschiedlichen Terminsystemen, haben jetzt 8 Mann im Callcenter sitzen, haben um die 10 Friseure drin und geplant ist, dass wir da mit 40, 50 Mann arbeiten und wirklich ein paar hundert Kollegen betreuen. Wir wissen, dass wir mit dem Callcenter die Arbeit im Friseursalon verändern werden. Denn es kommt wesentlich mehr Ruhe in die Friseursalons, es läutet kein Telefon. Und du rufst an, es meldet sich dein Friseur mit seinem Namen. Du merkst gar nicht, dass du im Callcenter bist. Wir haben da ein schönes Erlebnis. Es gibt ja immer wieder durch Corona neue Regeln. Braucht man einen Test? Braucht man keinen Test? Ist es 2G? Ist es 3G? Und dann rufen Kunden an und sagen, wie ist es denn? Dann kommt der Kunde ins Salon und sagt, wo ist denn die Jacqueline? Ich möchte mich mal bedanken, die war so nett am Telefon. Tja. Jacqueline sitzt in Hoyerswerda im Callcenter. Der Kunde hat gar nicht gemerkt, dass die Jacqueline keine von uns ist. Ne? Weil die hat sich gemeldet mit Inderkofer Bachmann und ja, er hat einfach die Frage gestellt, sie hat es kompetent beantwortet und alles gut. Und das ist halt so ein ganz großes Projekt, in dem ich in dieses Jahr oder in dem Jahr noch viel Zeit investieren werde, dass das Callcenter wirklich am Laufen ist. Dann ist das nächste ab April, Mai machen wir in einer unserer
unsere Immobilien eine Ferienwohnung. Da wird eine Wohnung ledig, gestalten wir um zur Ferienwohnung, um einfach ja, in diesen Markt mal ein bisschen Fuß zu fassen und reinzuschnuppern. Und ein ganz großes Projekt, ich baue mit meiner Frau ein Haus, wir bauen unsere Seniorenresidenz, unseren alten Sitz. Cool. Es läuft das ganze Jahr über. Also jetzt ist das alte Haus, was auf dem Grundstück stand, ist abgerissen worden. Und im Frühjahr geht es los mit dem neuen Haus. Und nächstes Jahr an Weihnachten wollen wir im neuen Haus Weihnachten feiern. Ja, cool. Das also du siehst, es ist nicht langweilig. Das ist cool. Nicht ja, langweilig, ich habe ein spannendes Jahr vor mir. Das ist cool. Auf jeden Fall komme ich auf jeden Fall an Weihnachten vorbei, wenn das Haus vorbei ist. Ich bin ja fast meistens, wenn es so weit läuft, nächstes Jahr 2020 öfters in Würzburg. Ich habe jetzt 3 Aufträge schon wieder reingekriegt über den Bildungsträger und weitere werden auch kommen. Ja, das wird auch noch ein spannendes Jahr für mich. Natürlich habe ich auch noch ein oder andere private Sachen, wo ich machen tue, wo ich Online-Kurse aufnehme und so weiter. Step by step gehe ich den Weg. Genau. Hast eigentlich schon die letzte Frage auch schon ein bisschen vorweggenommen. Wo siehst du dich in 5, in 10 Jahren? Mit einem eigenen Haus, mit einer eigenen Residenz, mit einer Immobilie als Immobilienanwärter, wo du Ferngäste in Rostal eine Fernwohnung vermietest? Ja. Hast also du noch in 5 bis 10 Jahren sehe ich mich als Facility Manager. Ich verwalte meine Immobilien, unsere Immobilien. Ich sehe mich im Garten. Ich sehe mich als Opa, der die Enkelkinder betreut. Ich sehe mich natürlich als Friseur, der noch einen Tag die Haare schneidet, noch einen Tag in der Woche Haare schneidet. Und ich sehe mich auch noch als Coach, als Trainer, der Kollegen unterstützt, ihre Lücken zu finden, ihre Terminlücken zu finden und ihre Termine richtig zu verkaufen. Und ich sehe mich nur mit Menschen arbeiten, die ich mag. Das ist Thema. Richtig. Ich werde nie mehr für ein, also, mache ich ja jetzt schon nicht, aber ich werde nie mehr in meinem Leben für Arschloch arbeiten. Immer nur für Menschen, die ich mag. Und das finde ich so schön. Das finde ich so schön an meiner Arbeit und darum liebe ich die, weil ich nie frustriert bin. Weil es immer tolle Menschen sind, für die ich arbeiten darf. Und das wird in 5 Jahren, wird in 10 Jahren genauso sein. Also wenn ich mal gefragt habe, wann gehst du in Rente? Ich will nie in Rente gehen. Ich möchte nicht aufhören, weil für mich Arbeiten keine Belastung ist. Für mich ist Arbeiten Spaß. Und wenn ich beim Haarschneiden bin, erhole ich mich für meine Seminartätigkeit. Wenn ich im Seminar bin, erhole ich mich für meine Kunden beim Haarschneiden. Und alles ist Spaß. Und alles, was ich machen darf, gefällt mir. Der letzte Satz, also der vorletzte Satz mit Spaß, das hat, glaube ich, auch letzte Herr Söder gesagt. Er macht es aus Spaß, aus einer Freude raus. Ich meine, das wäre irgendwo, irgendwo hätte ich das gehört. Genau. Aber so mache ich das. So mache ich das auch bei mir. Ne? Also ich mache es aus einem guten Gefühl raus. Ich mache es aus einer Leidenschaft raus. Ne? Gerade by the way, Fun Fact, der letzte das letzte Training, was ich bei dem Bildungsinstitut gekriegt habe, habe so richtig gerade Feedback bekommen, dass das anders da, wie die das schon beigebracht bekommen haben bei den Bildungsträger, weil es entertain you ist, weil das auf eine Art und Weise leicht und verständlich rübergebracht worden ist, dass die was mitgenommen haben, dass die auch gleich jetzt im Nachgang, also einen Tag später, in die Umsetzung gehen. Ne? Mhm. Das hat mich total leidenschaftlich noch mehr motiviert, dass ich nächstes Jahr mich noch mehr da aufstellen kann. Ne? Wenn du geldgetrieben arbeitest, wirst du immer schlecht sein. Richtig, genau. Wenn du lustgetrieben arbeitest, wirst du immer gut sein. Und das ist Thema. Das ist lustgetrieben arbeiten und dann ist alles gut. Das ist es. Also immer Spaß. Geld soll nicht als Antriebsmittel sein. Das habe ich auch, glaube ich, in dem
Training gesagt, sondern als Nebenprodukt sein. Du solltest dein Gespür für deine Pflege, für deinen Haarschnitt, Friseurberuf haben. Ne? Du solltest immer eine Leidenschaft haben für das und das Produkt. Ne? Es ist die logische Konsequenz. Wenn du gut bist, dann kommt das Geld automatisch. Also, richtig, genau. So logische ist Konsequenz genau. Ist Erfolg. Genau. So, meine lieben Zuschauer, Zuhörer, dieses Interview war sehr impulsreich und ich hoffe, beim Anhören, du konntest da sehr viel mitnehmen. Alle Shownotes zu Albert Bachmann findest du in der Beschreibung. Dort werde ich das Buch beschreiben, verlinken und auch die Haupt-Homepage zu Albert, wo du mit ihm einen Termin buchen kannst und so weiter und so fort. Natürlich findest du auch noch von mir ein Angebot, und zwar, das startet am 7.1. zu dem Webinar Empathie für mehr Kunden, wie du mehr Kunden für dein Unternehmen findest. Passend zu dem Telefontraining von Albert Bachmann. Aber ich habe es für den Einzelhandel gemacht und für alle Einzelhandelshändler und so weiter und so fort, aber auch für Selbstständige. Genau. Hinterlass mir gerne eine Rezension, ein Like, einen Kommentar, wenn du noch mehr zu dem und dem Thema wissen möchtest. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Dein Michael. Servus.